Mit der Funktion Lieferankündigung für die Sage 100 Warenwirtschaft haben Sie die Möglichkeit, geplante Lieferungen Ihrer Lieferanten per CSV-Datei zu erfassen und bei Anlieferung schnell und einfach in einen Wareneingang zu übernehmen. Wie das funktioniert, möchten wir Ihnen nun gerne vorstellen. Nachdem Sie die Funktion Lieferankündigung im Bereich Einkauf der Sage 100 Warenwirtschaft geöffnet haben, können Sie über den Button CSV einlesen die Lieferankündigung Ihres Lieferanten einlesen. Zunächst wählen Sie den Lieferanten aus, indem Sie seinen Namen direkt eingeben oder über die Suche im Lieferantenstamm auswählen. Im Anschluss wählen Sie die einzulesende Datei aus. Sie sehen nun eine Übersicht der Artikel aus der CSV-Datei mit Informationen zu Lieferdatum, Artikelnummer und Artikelbezeichnung, Liefermenge, Einzelpreis und weiteres. Sobald nun die Ware physisch in Ihrem Wareneingang angekommen ist, markieren Sie die gelieferten Artikel per Checkbox und erstellen einen Sammelwareneingang. Diesen können Sie zum Beispiel über die Einkaufsbelege aufrufen. Weitere Unterstützung erhalten Sie durch integrierte Funktionen wie Anzeige von Überlieferungen, indem diese gelb markiert werden. Anzeige von Artikeln ohne Bestellung, indem diese rot markiert werden. Wenn Sie mehrere Bestellungen zu einem Artikel angelegt haben, wird dies automatisch erkannt und von der ältesten zur neuesten Bestellung zugebucht. Bei weiteren Fragen oder weiteren Lösungen sprechen Sie uns gern an, Ihr Team der Desk GmbH.